Hallöchen Freunde, willkommen zur letzten Folge Inside. Ja, wir sind hier unterwegs mit diesen Klumpen. Das Experiment ist gescheitert. Und nun droht hier alles kaputt zu gehen. Durch uns. Ja, die ganzen Arbeiter flüchten und beobachten uns weiter. So, Moment, was ist das jetzt schon wieder? Das Teil kennen wir schon. Okay, die wollen da dran. Ihr habt da irgendeinen Hebel, oder? Warte, was macht denn der da? Kann ja sein, dass es das gleiche ist wie letztes Mal. Dass er das wieder bewegt, wenn wir nicht da sind. Muss er irgendwas mitnehmen? Aha. Den Blumentopf vom Nachbar. So, und jetzt fährt ihr das Teil nicht weg, ne? So, jetzt könnt ihr es wegfahren. Ah, was machst du? Ach, ich muss mich da dran festhalten, okay. Ich dachte, ich muss das irgendwie da hinten hinschleudern. So, jetzt fahren wir mal schön zu den hoch. Mal gucken, wie denen das gefällt. Guck mal, da hinten laufen die alle. Oh. Ja. Gleich ist euer Hebel nicht mehr da. Und zwar genau jetzt. Oh. So. Vorsicht, nicht platt machen. Das ey, wie blöd sind die eigentlich? Die stehen gerade vor irgendeiner komischen Katastrophe und die bleiben einfach stehen und gucken zu. Na gut, aber wenn sich so ein Vieh anstellen würde, dann würde ich auch stehen bleiben. Es gibt keinen dritten Weltkrieg, es gibt sowas. Die Invasion der Blobs. Was ist mit euch denn los? Soll ich mal zu euch hochkommen? Ne, ich glaube nicht. So, ja, ich weiß schon, wie es tun soll. Ich muss das Teil aktivieren. Kann ich den überhaupt noch aktivieren? Wie aktiviere ich das denn? Oder einfach nur dagegen werfen? Ja. Nee. Nee, der nimmt das nur. Muss es irgendwie aktivieren. Muss ich das euch geben? Aktiviert ihr das jetzt? Was, ey, was soll denn das? Werft ihr mir das wieder zu? Ach, der aktiviert das für mich. Nein, nimm das doch! Wieso nimmst du das nicht? Ey, hier, ey! Der nimmt das. Och, was machst du denn? Nimm das Teil jetzt in die Hand! Nimm's in die Hand! Na, geht doch! Ich glaube, die wollen mir aber irgendwie helfen, oder? Warum tun die das alles? Guck mal, die aktivieren das extra für mich. Man werft mir das doch in die Hand. Dankeschön. Nein, nein. Oh Gott. Hier, nimm. Fang. Schnell, 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 schnell. Oh, was ist das denn? Hä? Was, was ist das? Gib her. Gib das her! Gib her das Ding! Ey!
klettert, ist mir doch egal. Ich schwimme weiter. Auch wenn es dunkel ist, das ist mir egal. Haben die mich jetzt wirklich ausgetrickst? Lass mich hier raus. Sag mal, ich geht's ja nicht mehr so gut. Guckt euch erstmal an, was ihr hier angerichtet habt. Jetzt kriegt das nicht mehr in den Griff, wa? Kann ich das hier irgendwie... Hä? Hä? Ach so. So, dann randaliere ich halt hier ein bisschen, wenn mir keiner helfen will. So, das sieht doch so aus, als ob ich da durch kann. Auf nimmer Wiedersehen. Ah, meine Fischfreunde sind wieder da. So, wenn gleich jetzt noch die andere wiederkommt, ne? So, Hallöchen, ich bin wieder da. So, schön die Leiter benutzen. Ich kann die Leiter gar nicht benutzen. Liegt eine Batterie. So, was ist das hier? Weitere Experimente? Hier sind die Arbeiter unterwegs, ne? Da hat jemand seinen Helm verloren, den nehme ich mit. Dann halt nicht. Was denn jetzt passiert? Muss ich da irgendwie hoch oder was? Ich bin wieder draußen. Im schönen Wald. Da, wo alles begonnen hat. Und das war's. Das war Inside. Der Nachfolger zu Limbo. Ja, ich muss sagen, das Ende hier, das hat mir jetzt irgendwie nicht so gut gefallen. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich quasi alles umsonst gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tot sind oder nicht. Aber im Grunde genommen haben wir das geschafft, beziehungsweise die ganzen Leute hier, die uns gejagt haben und die, ja, die, diese Laboranten, sage ich mal, ja, ihr wisst schon, diese Typen hier alle, die haben ihr Ziel erreicht. Ihr Experiment ist geglückt, halbwegs. Ich glaube, dass wir alles zerstört haben, das, ja, mögen die jetzt nicht so, aber ist ja egal. Ihr Experiment ist damit durchgekommen. Und wir sind tot. So, ich glaube, niemand außer die Entwickler selbst, und da bin ich mir zu 100% sicher, dass nicht mal alle Entwickler, die hier gerade aufgezählt wurden, dass nicht mal alle die Story wissen. Keine Ahnung, was die Story dieses Spiels ist. Ja klar, die wollten irgendwelche Experimente machen. Ja, auf jeden Fall das Spiel.
Ihr müsst das wirklich gespielt haben. Entweder das oder Inside, genau, nee, oder Dings. Und jetzt fängt er wieder von vorne an. Da fängt es wieder von vorne an. Ja gut, von vorne machen wir das jetzt natürlich nicht. Hier sehen wir aber nochmal die ganzen Kapitel, wo wir gejagt wurden. Hier fing dann an die Suche nach Hause. Dann haben wir hier immer mal wieder die Dinger hier gefunden. Hier mit dem U-Boot, mit dem Vieh. Dann unsere Arbeiterkollegen hier. Dann das. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Ganz seltsam. So. Hier die Fische alle nochmal. Und dann hier zum Schluss diese ganzen Leichen. Und dann natürlich das Labor, wo wir uns dann verwandelt haben. Und dann kam das Ende. Und dann wieder der Anfang. Freunde, das war's von Let's Play Inside. Eine ziemlich kurze Folge. Hätten wir diesen einen Hänger in der vorletzten Folge oder wann das war nicht gehabt, dann wäre die letzte Folge schon die letzte gewesen. Nun kommt heute die letzte Folge. Das war's jetzt aber von Let's Play Inside. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.